Ja, aber trotzdem, die Ausgangslage finde ich immer noch sehr positiv. Also Kopf in den Sand zu stecken sowieso nicht. Die Ausgangslage ist sehr gut. Wir fahren jetzt da nach Zwickau bzw. Plauen und wollen natürlich da ein Auswärtstor schießen, was wir unbedingt auch brauchen. Aber wenn ich die Mannschaft so anschaue, machen mir da nicht viele Gedanken, dass wir kein Tor schießen sollten. Deshalb, wir sind alle sehr, sehr positiv gestimmt und ich merke es auch von der Stimmungslage, es ist alles nicht zu locker, aber eine gewisse Lockerheit braucht es auch für so ein großes Spiel. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich für Sonntag. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen eigentlich, was auf uns dort wartet. Da werden viele Verrückte sitzen und die Zwickauer nach vorne peitschen. Es wird nicht einfach, aber man muss sich einfach gut darauf vorbereiten. Wir haben genug Leute in der Mannschaft, wo mit solch einer Kulisse schon umgegangen sind und deshalb, das bereitet mir gar keine Sorgen. Ja, Marco hat ja schon vieles gesagt, was 100% identisch ist mit meinen Gedanken. Er sitzt ja nicht umsonst hier. Wir haben ihn heute schon bewusst auch ausgewählt, weil er auch ein Spieler ist, der eine gewisse Mentalität in der Mannschaft hier reinbringt, der keine Furcht hat, keine Angst vor gar nichts hat und deswegen auch schon stellvertretend für unsere Mannschaft hier auch sitzt. Ja, ich bin auch sehr positiv gestimmt nach wie vor. Mir war klar, dass das am Mittwoch ein kompliziertes Spiel wird. Zwickau hat von der Anlage oder Spielanlage eigentlich so gespielt wie die ganze Saison über. Ich denke, so ein System, was die umsetzen, wie sie es umsetzen, kannst du nur machen mit einer Mannschaft, ja, die absolut bestückt ist mit Mentalitätsspieler. Ja, sonst kannst du diese Wege, diesen Aufwand nicht gehen. Und das werden sie am Sonntag auch machen. Plus natürlich einen Rückhalt in einem Stadion, wo sie natürlich auch nicht zu Hause sind, aber ich glaube schon, dass es trotzdem eine Heimatatmosphäre wird, dass viele Zuschauer aus Zwickau rüberfahren werden. Es ist ja nicht ganz so weit, also in der Gegend. Ich kenne das Stadion, ich hatte da mal eine Beobachtung gemacht oder war mit meinem Club auch mit der U23. Wir haben immer einen guten Draht nach Plauen gehabt. Für Dieter Hecking war ich mal da, um Spieler zu beobachten. Also ich kenne die Atmosphäre und es wird eine Wand gegen uns sein. Aber ey, nochmal, ey. Wir haben Spieler, Marco hat es gesagt, die kennen sich damit aus. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und ja, das ist eine hochspannende, aber auch komplizierte Aufgabe. Da musst du schlau sein. Und ja, ich sehe für uns sehr, sehr gute Chancen, weil ich weiß, wenn wir in der 89., 90. Minute, 90. Minute ist es 1-0 machen, dann sind wir in der dritten Liga. Ja, ich musste Aaron Berzel ja zeitig auswechseln. Er hatte eine Kopfverletzung. Da werden wir jetzt von Tag zu Tag entscheiden. Also die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das werde ich abwarten. Aaron war gestern da. Aaron ist ähnlich wie Marco unser, ja, wie soll ich sagen, Aggressivleader. Ja, habe ich hier ein paar in der Mannschaft, die da stellvertretend dafür sind. Hat gestern mir schon ein Signal gegeben, Trainer, ich will spielen. Muss man natürlich erstmal vorsichtig damit umgehen, weil es jetzt nicht immer um die Gesundheit auch geht, aber allein das Feedback zu kriegen, da weiß ich schon, da haben wir auch jemanden in der Mannschaft, der gibt alles hier für den Verein und für die Mannschaft sowieso. Da werde ich eine kluge Entscheidung treffen müssen, natürlich in Abstimmung mit den Ärzten. Und Mio hatte gestern früh Knieprobleme, Mio Tunic ist dann zum Arzt gefahren. Momentan die Rückmeldung vom Doki, sagen wir mal, verhalten positiv, dass wir das für Sonntag hinkriegen. Ja, werden wir beobachten. Wird Pflege bekommen. Ja, es kommt jetzt auch nicht aufs Training drauf an, die 2 Tage jetzt, sondern entscheidend ist Sonntag um 15.05 Uhr. Showdown. Wer da auf dem Platz steht, der muss in der Lage sein, alles rauszuhauen. Ich hoffe am Sonntag auf einen guten Schiedsrichter, muss ich auch sagen. Ganz wichtig, da jemand zu haben, der ganz, ganz viel Ahnung hat in Luftzweikämpfen, der weiß, ja, wann es ein aggressiver Zweikampf ist, der aber auch weiß, Situationen richtig einzuschätzen. Mir waren am Mittwoch einfach zu viele Spieler mit diesen Kopfverletzungen am Boden gelegen. Ja, wir haben da ja, Situationen gehabt, ja, da war ich jetzt in der Nachbetrachtung, wenn ich die Videos sehe, die Szenen sehe, na, da muss man schon ganz genau hinschauen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt am Sonntag, da jemand zu haben, der erfahren ist und sowas einfach einschätzt, wann einer zu spät kommt und wann letztendlich auch irgend so ein Luftkampf in eine Richtung geht, wo es halt nicht mehr tragbar ist. Und mir war das am Mittwoch zu viel.
Punkt. Und deswegen auch ganz wichtig, am Sonntag da einen guten Mann zu haben.